Payne sah dem Moschia ein wenig perplex hinterher. Er wusste wirklich nicht mehr, was er von dem halten sollte, denn eigentlich hatte er damit gerechnet, dass er ihn geheilt hatte. Aber jetzt rannte er schon wieder schlaflos durch die Gegend. Ein Blick in das Zimmer machte ihm dann mal klar, warum, denn Kisame drehte sich im Schlaf immer wieder von einer Seite auf die andere und er knirschte sogar ein wenig mit den Zähnen. Jetzt war Payne beinahe beruhigt, denn wenn es nur an Kisame lag, dann würde Itachi in den nächsten Nächten wieder ruhig schlafen können. Jetzt musste er nur noch dafür sorgen, dass der Heilmensch auch wieder ruhig schlief, auch wenn er überhaupt nicht wusste, wovon der gerade träumen sollte. Ein wenig neugierig war er natürlich, denn er hätte gerne gewusst, was in den Köpfen seiner Mitglieder so vor sich ging. Schade, dass wir das nicht doch sichtbar machen können, murmelte er leise und der Professor kicherte. Ich versuche ja noch immer an meiner Maschine zu arbeiten, aber leider ist das gar nicht so einfach. Wollen wir dann mal den Traum dieses jungen Mannes auch beeinflussen? Payne nickte und drehte sich wieder zu ihm. Natürlich, so kann es doch nicht weitergehen. Er rollt sich da von einer Seite auf die andere und schläft nicht richtig. Seine schlechte Laune in letzter Zeit ist auch nicht zu ertragen. Wenn Sie da was machen können, dann tun Sie es bitte. Welcher Teil des Gehirns arbeitet denn gerade bei ihm? Was fühlt er denn so? Neid, meinte der Professor knapp und starrte auf seine Bildschirme. Eindeutig Neid. Payne blinzelte ein wenig und schloss dann die Tür zu dem Zimmer wieder. Sein Blick glitt den Gang entlang, den Itachi gerade heruntergeeilt war, und perplex zog Payne eine Augenbraue hoch. Naja, könnte man irgendwie verstehen, nuschelte er leise, und der Professor legte den Kopf schief. Als Payne merkte, dass er das laut gesagt hatte, winkte er locker ab. Ach, nichts. Machen Sie lieber was daran, damit er auch mal wieder ruhig schlafen kann. Immerhin haben wir noch ein paar Leute vor uns, die auch wieder schlafen sollen. Ein wenig nickte der alte Mann, denn er machte sich Sorgen darüber, was aus ihm werden sollte, wenn er alle behandelt hatte. Würde er dann wirklich das Zeitliche segnen oder hatte er die Chance, hier irgendwie lebend wieder rauszukommen? Sich darüber den Kopf zu zerbrechen, brachte aber wohl wenig. Trotzdem konnte er sich kaum konzentrieren und schaltete ein wenig an den Maschinen herum, um auch Kisames Traum zu verändern. Bei ihm machte das Gehirn dann aber doch nicht so einfach mit. Es dauerte ein wenig, bis sich die Anzeigen veränderten, und das taten sie dann auch nur sehr langsam. Noch immer sitze ich in diesem Aufenthaltsraum und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Vielleicht sollte ich einfach mal mit ihm reden, weil ich habe das Gefühl, dass ich dann überhaupt kein Wort herausbekommen werde. Ich sehe mich schon vor ihm stehen und vor mich hinstottern. Und wenn ich ehrlich bin, dann kann ich darauf mal locker verzichten. Ich muss mich ja nicht zum totalen Deppen machen. Über meine Gefühle werde ich mich auch nicht mehr lange für mich behalten können. Meine Gefühle für ihn sind so stark, schon seit ich ihn das erste Mal gesehen habe. Er hatte wohl auf mich die gleiche Wirkung wie der Uchiha auf die meisten anderen Menschen. Ich will ja überhaupt nicht, dass ich Itachis Sexappeal bekomme, sondern einfach nur, dass ich ihn bekomme. Nur diesen einen jungen Mann, den ich über alles liebe. Dummerweise. Immerhin weiß ich nicht, was er für mich fühlt. Und um es mal deutlich zu sagen, es ist ungefähr so wahrscheinlich, dass er mich liebt, wie dass eine Kuh Klavier spielen lernt. Außerdem ist er genauso ein Kühlschrank wie die Taschen. Jetzt würde einer davon in meiner Nähe nicht reichen. Aber ich kann einfach nichts dagegen machen. Wie gern würde ich einfach nur mal mit ihm reden oder irgendwas mit ihm unternehmen. Aber ich sehe ihn den ganzen Tag über nur selten. Denn da wir nicht in einem Team sind, haben wir kaum Kontakt. Aber als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war es einfach um mich geschehen. Seine Aura und besonders seine Augen haben mich vom ersten Moment an fasziniert. Dann muss er auch noch in genau diesem Moment in den Raum kommen. Mit einem leisen Seufzen lässt er sich auf den Sessel mir gegenüberfallen, aber er sieht mich nicht einmal an. Irgendwie habe ich damit ihr gerechnet. Warum sollte er auch mit mir reden? Er hat noch nie so richtig mit mir gesprochen und er wird jetzt bestimmt nicht damit anfangen. Wahrscheinlich gehe ich ihm sowieso viel zu sehr auf die Nerven. Mit einem Mal treffen mich seine braunen Augen und ich zucke ein wenig zusammen. Diesen Blick konnte ich noch nie sonderlich lange standhalten. Und wenn ich ehrlich bin, dann kann ich das immer noch nicht. Ich muss ein wenig schlucken, denn er sieht mich einfach nur ruhig an und steht dann auf. Als er sich neben mich setzt, weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Und er sieht mich musternd an. Weißt du, Kisame, meint er mit einem Mal und legt ein wenig den Kopf schief. Irgendwie bist du ein komischer Kerl. Eigentlich hast du eine verdammt große Klappe, aber wenn Itachi da ist, dann lässt du dich von ihm runterbuttern. Das hast du doch überhaupt nicht nötig. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Sieht man mir denn so deutlich an, dass ich unter dem Uchiha leide? Dass ich mich hinter ihm zurückstelle und mich irgendwie von ihm unterdrückt fühle? Auf den Lippen meines Gegenübers liegt ein ruhiges Lächeln und er rutscht ein wenig an mich heran. Mir schlägt das Herz beinahe bis zum Hals, denn ich habe keine Ahnung, was ich machen soll.
Auf eine seltsam schöne Art und Weise fühle ich mich ihm ausgeliefert und er scheint zu spüren, dass ich mich gegen seine Annäherung überhaupt nicht wehre. Seine Augen blitzen verspielt auf und er setzt sich ganz einfach auf meinen Schoß. Himmel, mein Gutsuki-sama, du bist du und Itachi ist Itachi. Ihr seid zwei vollkommen unterschiedliche Individuen und jeder von euch ist liebenswert, so wie er ist. Du bist was Besonderes und Itachi, der ist ein Playboy. Einer wie dir spielt doch nur, auch mit den Mädchen. Du bist anders, Kisame. Du würdest niemals jemanden betrügen, habe ich recht? Seine Stimme ist so samtig und ein wenig rau. Er klingt beinahe wie ein schnurrender Kater und ich muss sagen, dass ich schon ein wenig Gänsehaut bekomme. So nah war er mir noch nie und aus dem Grund muss ich ein wenig schlucken. Unsicher schüttle ich den Kopf, denn ich bin wirklich von Natur aus ein sehr treuer Mensch und ihn würde ich sowieso niemals betrügen. Er lächelt ein wenig und rückt noch näher an mich heran. Ich wusste, dass du nicht so bist, also brauchst du dich gar nicht hinter die Tasche verstecken. Du bist perfekt so, wie du bist, Kisame, und ich möchte nicht, dass du dich immer so in seinen Schatten stellst. Immerhin hast du das wirklich überhaupt nicht nötig. Denn du bist ein guter Kämpfer und du hast eine Art an dir, mit der Itachi überhaupt nicht mithalten könnte. Du bist ein treuer Mensch, Kisame. Und das ist doch viel wichtiger als jede noch so oberflächliche Schönheit. Wer sich von sowas blenden lässt, ist ein Dummkopf. Ich sehe ihn nervös an, denn seine Lippen sind auf einmal so greifbar nah. Am liebsten würde ich ihn in den Arm nehmen und an mich drücken. Aber ich traue mich noch immer nicht so richtig. Wie gern würde ich einfach nur seine Nähe genießen, aber ich kann's nicht. Auch wenn seine Worte mir natürlich schmeicheln, so richtig erreichen tun sie mich nicht. Doch als er dann über meine Wange streichelt und mir noch ein wenig näher kommt, was soll ich denn machen? Ich spüre seinen warmen Atem auf meiner Haut und bekomme schon wieder eine Gänsehaut. Was soll ich nur tun mit ihm auf meinem Schoß? Seine Lippen berühren meine beinahe und er sieht mir ruhig in die Augen, aber sein Blick glitzert und er lächelt sogar. Ich würde dich furchtbar gern küssen, flüstert er leise und ich schlucke ein wenig verwirrt. Dann tust doch einfach, murmle ich leise. Einen Moment lang sieht er mir noch in die Augen, aber dann schließt er sie und ich spüre nur Sekunden darauf seine weichen Lippen auf meinen. Für einen Augenblick bin ich total überfordert, aber dann schlinge ich meine Arme um ihn herum und drücke ihn an mich. Mein Blick lässt sich noch für einen Augenblick geöffnet, da ich sonst Angst haben muss, dass er einfach verschwindet. Ruhig schmiege ich mich an seine Lippen und genieße das Gefühl eine Zeit lang einfach nur. Etwas widerwillig sehe ich ihn an, als er sich mit einem Mal von meinen Lippen löst und mit der Nase über meine Wange streichelt. Dumm, dass wir nicht in einem Team sind, flüstert er und leckt ein wenig über meinen Hals. Ich erschauere unter seinen Berührungen und drücke ihn noch ein wenig mehr an mich. Finde ich auch, nuschle ich und er lacht ein wenig. Sein Lachen klingt wie Musik in meinen Ohren und ich will mehr davon hören. Wir sollten mal mit Pain reden, finde ich. In diesem Moment taucht die Tasche in dem Raum auf und beinahe automatisch lasse ich den Mann auf meinem Schoß los. Es könnte ja immerhin sein, dass es ihm peinlich ist, doch der schmiegt sich einfach nur noch fester an mich heran. Sicher greift er nach meinen Händen und legt die wieder um sich herum, während sein Blick genau auf den Ushia gerichtet ist. Der starrt uns beinahe erstaunt an und als der hinter ihm in den Raum stolpert, sieht der nicht sonderlich viel besser aus. Doch das scheint den Mann auf meinem Schoß überhaupt nicht zu stören. Ganz im Gegenteil, er lächelt ruhig und streicht mit der Nase über meinen Hals und knabbert ein wenig an diesen. Ich bekomme zwar wieder eine Gänsehaut, aber ich lasse ihn machen. Itachis und Deidaras Blick ist einfach Gold wert. Und für einen Moment habe ich das Gefühl, als würde der Blonde von beiden beinahe ohnmächtig werden. Ein wenig blass steht er da und wischelt dann nur leise. Aber Sasori. Ein wenig müde und von seinem Traum verwirrt, rieb sich Kisame am nächsten Morgen über die Augen. Er zottelte die Aufkleber von seiner Brust und von seiner Stirn und gähnte herzhaft. Blinzelnd sah er zu dem leeren Bett von Itachi und war ein wenig irritiert, aber das störte ihn nicht sonderlich lange. Sein Traum hielt ihn dann noch ein wenig im Bann und er wusste nicht so richtig, was er damit anfangen sollte. Gut, er hatte schon immer gewusst, dass er in Sasori verliebt war. Irgendwie war er eben anders als die anderen. Aber dass er jetzt schon von ihm träumte, war etwas Neues. Allerdings hatte ihn sein Traum auch ein wenig positiv gestimmt und mit einem breiten Grinsen auf den Lippen machte sich Kisame auf den Weg in die Küche. Dort traf er auf einen vollkommen übernächtigten Itachi, denn der hatte auf dem Sofa geschlafen. Da war es kein Wunder, dass er ausnahmsweise mal nicht wie aus dem Ei gepellt aussah. Das schien Deidara aber überhaupt nicht zu stören, denn der himmelte ihn immer noch wie ein frisch verliebter Teenager an. Doch das war etwas, das Kisame gerade überhaupt nicht interessierte. Sein Traum hatte ihm den Mut gemacht, doch einfach mal einen Schritt auf Sasori zuzugehen. Er konnte scheitern, aber vielleicht hatte er ja auch Glück.
Auf jeden Fall wollte er wenigstens mal versuchen, an ihn ranzukommen. Und aus dem Grund musterte er den Akasuna ein wenig, der im Küchenschrank stand und nach einer Kaffeetasse kramte. Als er das begehrte Objekt dann gefunden hatte, wollte Sasori sich den Kaffee eingießen, aber er kam nicht dazu. Kisame kam auf ihn zu, packte ihn am Kinn und zog ihn zu sich. Sasori konnte gar nicht so schnell reagieren, wie er die Lippen Kisames auf seinen spürte. Der löste sich auch schnell wieder von ihm und ließ Sasori in der Küche stehen. Der stand wie vom Blitz getroffen da und auch Itachi und Deidara guckten ein wenig doof aus der Wäsche. Was hätten sie auch von dem Angriff halten sollen? Deidara ging zu Sasori und stupste ihn ein wenig an, doch der Akasuna war ein wenig versteinert. Er war noch nie einfach so geküsst worden. Pain hatte sich das alles von Weitem angesehen und schüttelte den Kopf. Im Leben hätte er nicht damit gerechnet, dass Kisame einfach so Sasori küssen würde. Generell hatte er nicht damit gerechnet, dass diese Traumtherapie dafür sorgen würde, dass scheinbar Sehnsüchte der Männer in seiner Organisation hervorgerufen wurden. Aber trotzdem hatte er Gefallen darin gefunden und er musterte die wenigen, die noch übrig waren. Wer von denen als nächstes drankommen sollte, wusste er noch nicht so genau, aber er konnte sich ja bis zum Abend noch ein wenig Gedanken darüber machen.